Hallo und Servus zu einem neuen Fahrzeug, zu einem neuen Video. Endlich haben wir mal wieder einen Skoda Karoq Sportline mit einem 1,5 Liter TSI, 7-Gang DSG Getriebe in Quarzgrau Metallic. Viel Spaß beim Video. Ja, Skoda Karoq Sportline 1,5 Liter TSI. Ja, Sportline ist einfach Sportline, schaut gut aus, innen wie außen. Werde halt, können wir sagen, ist gut. Bei dem Fahrzeug momentan ist jedes Auto gut, wenn es nicht direkt abgebrannt ist, das Fahrzeug. Wir haben bei dem Auto jetzt knapp 13.000 Kilometer drauf, aus erster Hand und eben auch eine gute Innenausstattung bzw. auch gute, wichtige Assistenten mit dabei. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer, dann eben ja das Zweifarbige macht es eigentlich immer besonders, die schwarzen Folgen. Wir haben Michelin-Sommerbereifung drauf, wir haben dann wieder schwarze Spiegelkappen und eben leider nicht lackiert, aber trotzdem schwarz, eben die Dachreling mit dabei. Angesprochen eben der 1,5 Liter mit original 110 kW, 150 PS. Natürlich immer möglich bei uns auch eine Leistungssteigerung für die Fahrzeuge, natürlich auch mit Eintragung, haben wir hier im Eintragungsbereich eben dann so 180 PS. Also könnt ihr generell eigentlich immer rechnen, wenn wir die Sachen eintragen, habt ihr ungefähr 20% mehr Leistung. Ja, mittlerweile bist du ein Sölden geworden, weil es nicht mehr überall gibt. Bei jedem Modell Quarzgrau Metallic, war sehr gern gesehene Farbe auch beim Skoda Octavia S3 und ja, den habe ich gesehen, der war in einem guten Zustand und deswegen haben wir den mitgenommen. Den wollen wir jetzt euch ein bisschen näher bringen, schaue jetzt kurz mal vorne am besten in die Motorhaube rein, gehen dann wieder außen rum, Lackdichtenmessung, ob alles passt, ob man das alles einigermaßen oder alles sicher nachvollziehen kann und dann schauen wir uns das Auto innen noch an. Ja, 1,5 Liter TSI, zum Öl nachfüllen, Ölmessstab, Kühlwasser. Natürlich hinten unten raus haben wir einen Autopartikelfilter, OPF. Das können wir auch nicht mehr verhindern, das ist einfach so. Ob es gut ist oder nicht, das dürft ihr selbst entscheiden. Vielleicht bringen wir das kurz mit drauf. Wir haben natürlich Klimaanlage 1, 2, 3 für Y und F.
Logisch, gibt ja nichts mehr anders, zugelassen. 134a hat sich ja leider schon länger verabschiedet. Gibt es jetzt ein paar andere Sachen, die versucht werden, aber hier haben wir auf jeden Fall die 1, 2, 3, 4, Y, F. Wir haben eine Start-Stopp-Automatik, das ist aber klar, bei Euro 6 die Temp im VW-Konzern generell. Das heißt, wir haben eine EFB-Plus-Batterie, haben hier 70er Batterie drin, 70 Ampere-Stunden. Ja, ansonsten Luftfilter, Motorsteuergerät haben wir hier. Und ja, jetzt machen wir Lackstärkenmessung. Zeigen euch, bin jetzt selber überrascht, auch dieses Fahrzeug kam jetzt wieder kurzfristig an. Wir haben es selbst noch nicht gecheckt. Das checken wir jetzt zusammen mit euch, um zu sehen, ob wir vielleicht irgendwas feststellen können. Veräußert wurde uns das Fahrzeug definitiv unfallfrei und auch nachlackierungsfrei. So, auf geht's zur Lackstärkenmessung. Der Kollege möchte uns leider nicht unterstützen. Lisa, fangen wir doch mal ein. Willst du uns nicht unterstützen? Vielleicht bin ich überfordert. Okay, dann beginnen wir hier mit der Lackstärkenmessung. Wir beginnen wie immer vorne rechts am Kotflügel. Haben wir 117. Dann haben wir 135 an der Türe vorne rechts. 132 Türe hinten rechts, Seitenteil 123, dann nehmen wir gleich das Dach noch mit. Da haben wir 125, dann machen wir Heckklappe, da haben wir, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, 127. Wenn nicht, dürft ihr uns bei Interesse gerne nochmal drauf ansprechen. Hinten links 123, dann messen wir mit euch gerne nochmal durch, auch gerne an mehr Punkten, haben wir kein Problem damit. 135 hinten links an der Türe, 135 auch genau vorne links an der Türe, das ist aber Zufall, dass das wirklich so identisch ist, 116 und da haben wir erfahrungsgemäß 140, 150 schätze ich mal, ja sehr gut, 146 auf der Motorhaube. Also wir können es eigentlich davon ausgehen, das Auto ist noch lackierungsfrei. Ansonsten müssten da schon wirklich neue Teile verbaut worden sein. Jetzt, das können wir aber nicht nachvollziehen. Also wir vergewissern uns bestmöglich, ob wir irgendwas sehen an Spaltmaße und so weiter. Aber irgendwo ist dann auch Schluss und können wir es nicht mehr nachvollziehen, wenn wirklich mal was passiert ist. Schauen wir uns den Innenraum noch an, weil da haben wir ein, zwei tolle Sachen zum zeigen. So, wir sind jetzt im Innenraum vom Skoda Karoq Sportline. Navigations-Infotainment-System Amundsen. Kennt ihr natürlich auch noch das Columbus bzw. das Polero Soundsystem. Ja, wir haben hier im Radio eben die Möglichkeit für DAB FM, das Webradio natürlich, meine Mediendateien auch über Bluetooth Audio abspielbar. Haben hier eine Senderliste, die schier unendlich scheint im DAB Plus Modus und können hier direkt auf dem Sender rein switchen, um zu sehen, was gerade aktuell läuft bei dem Radiosender. Wir haben verschiedene Medienquellen zur Verfügung, wie ich schon gesagt habe, über Bluetooth Audio eben. Könnt ihr da eure Mediendateien abrufen. Hier unten, ich weiß nicht, bringst du das rein, hätten wir dann noch zwei USB-C Stationen dran. Wir haben eine Freisprecheinrichtung per Bluetooth, glaube ich, ist klar. Dann haben wir die Sprachbedienung mit der Sprachbedienungstaste hier links außen. Dann haben wir ein Navi, wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt. Das könnt ihr entweder hier herschmeißen oder könnt ihr eben auch dann hier im digitalen Kombi-Instrument anzeigen lassen. Dann haben wir SmartLink. Das normale Car-Menü, hier können wir vielleicht kurz mal reinswitchen. Service ist es hier noch in weiter Entfernung, Inspektion oder Ölservice. Fahrzeug hat natürlich einen digitalen Service und hier könnt ihr nochmal komplett im Menü rumswitchen und da habt ihr schon gesehen, da ist noch was zusätzlich, nämlich das Assistentenmenü. Ja, wir haben einen ACC, einen Abstandstempomat, den wir euch gerne auch erklären bei der Auslieferung, damit ihr hier auch nochmal zusätzlich sicher unterwegs seid. Wir haben zwei Zonen Klimaautomatik. Wir haben ein 7-Gang DSG-Schaltgetriebe, ja, abgeflachtes Multifunktionssport-Lederlenkrad mit, das hier einfangen, mit Lenkradheizung. Wir haben die Schaltwippen dran, hier unten ist eben der Hebel,
sieht man das so, fürs ACC, Abstandstempomat. Ja, ich finde das Auto richtig toll. Einfach, ja, auch die Außenfarbe wirklich zeitlos. Quarz-Grau-Metallic passt immer in Verbindung mit dem Schwarz. Würde uns freuen, wenn ihr uns anruft, unser WhatsApp schreibt oder E-Mail. Dann können wir gerne einen Termin vereinbaren, auch gerne zur Probefahrt. Ja, 09602 61 85 306 wäre unsere Festnetznummer, 01795594527 die WhatsApp-Nummer. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.